mache ich das einfach entspannt en bloc. So, es soll heute gehen. Okay, klar, wenn der steht zweitem. Es soll heute gehen um Schiffe, Fittings und so Kleinigkeiten. Weil am Anfang des Spiels immer gut reingeworfen wird, man stellt fest, was will ich denn eigentlich fliegen? Fitting generell finden sich, also der Schiffsausrüstung. Ich kann hier mir verschiedenste Fittings in der Bibliothek angucken, auch Community Fittings. Ich finde die Idee ganz nett, aber habe damit auch ein bisschen Probleme, weil ich sage, diese Community Fittings sind zum Teil anders, als ich sie machen würde. Und zum Teil auch unnötig ineffizient. Gut, da das sich auch ein Teil an die Leute richtet, die bei uns in Allianz sind. Wir haben auch Fittings über Allianz, Corporation Fittings. Findet sich einiges. Wie das sich jetzt aufbaut, können wir gleich mal anfangen. Gedanke Nummer 1 in EVE Online bei Fittings immer, was will ich tun? Man fittet oder man rüstet die Schiffe in EVE immer nach einer Aufgabe aus und guckt dann, ob es eine zweite eventuell noch schafft. Ja, das heißt, ich suche mir das Schiff nach dem Bonus aus, nicht nach dem Willen, was für eine Rasse ich gern fliege. Das ist am Anfang meistens fehlgelaufen, weil man guckt, was für eine Rasse bin ich, was kann ich fliegen. Ja, man kann mit verschiedenen Rassen verschiedene Sachen fliegen, also welche Schiffs bin ich jetzt Amar zu Start, bin ich Galente. Aber im Grunde ist es viel wichtiger zu schauen, welche Bonus brauche ich für mein Schiff. Ja. Nehmen wir einen Bleistift, eine Karakal, ja, Kaldari Kreuzer Tech 1. Ja, hat nur Bonus auf Schaden. Ja, also Rate of Fire, also sie schießen schneller und die Raketen fliegen etwas weiter und schneller. Ja, damit kommt der Schaden besser an. Dadurch ist aber natürlich kein Bonus auf Reparatur mit einbegriffen. Das heißt, reparieren können sie nicht so gut. Wenn ich jetzt da zum Beispiel hingehe und sage, ich gehe zu den Minmata-Kreuzern, Schlachtkreuzer haben zum Beispiel einen Reparaturbonus. Das ist generell auch so, dass die Rassen verschiedene Kernbonis haben. Also Kaldari haben immer Resistenzbonus und Minmata zum Beispiel haben die Repairbonus, beide auf Schild. Dasselbe mit Galente und Amar, nur mit Panzerung. Ja, Amar hat Resistenzen, Armor Resistance und Galente hat im Gegenzug die Repair-Mauern. Das bedeutet, okay, ich überlege mir, was will ich machen, was muss das Schiff können, welches nehme ich. Dass die Schiffe nicht immer nach Bonus gefittet sein müssen, ist bekannt und gibt häufig auch Rätsel auf. Deswegen, wenn Fittings online gefunden werden, wenn ich sage, gut, ich will jetzt online mir Fittings suchen, suchen wir es raus. Und dann stolper ich zum Beispiel über eine Myrmidon, die dann so aussieht. Das heißt, ich nutze den Reparaturbonus aus. Ich nutze den Drohnenbonus aus und ich habe noch Waffen. Es ist ein normales Fitting für den Myrmidon, allerdings PvP-Fit, weil zum einen, klarer Hinweis, Grimweb braucht man nicht auf dem PvE-Schiff. Und das zweite bei PvP ist, dass sie nicht immer so gefittet sind, dass sie ewig durchhalten. Wie gesagt, wir haben bei uns in den Allianz-Fittings einige Vorschläge. Und damit kommt man gut weiter. Man muss die Bonus aber nicht immer beachten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier ein Schiff finde, was ich online gefunden habe, ist auch eine Myrmidon, hat immer noch den Armor-Repair-Bonus, hat aber kein einziges Armor-Modul drauf. Warum nicht? Das ist Slot-Layout, also die Auswahl der verschiedenen Mid-Slots und Low-Slots,
ist so gut, dass man darauf auch ein Spannschild drauf rüsten kann. Und dieses Schiff ist tendenziell für PvE und nutzt nur den Drohnenbonus. Ja. Also nur ist gut. 10% mehr Schaden mit den Drohnen. Das heißt, sie macht 520 Schaden. Das ist sehr gut für einen Schlachtkreuzer Tech 1. Genau. Dazu kommt ein Drone Micro Warp Bonus. Das heißt, sie fliegen noch schneller. Das ist zum PvE echt schick. Die Mimi dann speziell fliegt im Klasse 2 Wurmloch. So viel dazu. Schiffe aussuchen nach dem, was man tun möchte und nicht wie ich am Anfang nach aussehen. Das funktioniert leider recht selten. Der letzte Gedanke bei der Schiffsauswahl ist vielleicht Preis-Leistung. Dieses Schiff kann ein Klasse 2 Wurmloch zum Beispiel PvE machen, kostet mich 100 Millionen. 500 Schaden, 100 Millionen, funktioniert. Ich kann aber genauso gut mir eine Ngila organisieren. Ja, die macht das Wurmloch noch entspannter, weil sie ein bisschen besser trifft, ein bisschen mehr Schaden macht. Aber im Gegenzug ja, kostet das fast das Dreifache. Und das ist immer so ein bisschen die Frage, wie teuer muss ich mein Schiff finden, um die Aufgabe zu erfüllen und damit natürlich auch die Aufgabe, ISK zu verdienen, gerade bei Rating-Schiffen. Was dann gleich zur nächsten Frage kommt. Wenn ich Schiffe dafür fitte, ISK zu verdienen, ist immer die Frage, wie baue ich das Schiff auf, dass ich möglichst effizient die Sites oder die Mission oder die, was auch immer ich mir mit dem Schiff ausgedacht habe, machen möchte. Also, wie effizient komme ich da durch? Wie schnell? Wie viel ISK mache ich dann die Stunde? Und auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wann ist das Schiff denn wieder refinanziert? Kann ja erst Gewinn machen, wenn ich mein Schiff wieder drin habe. Klingt logisch. Ist aber eine Überlegung, die sich durchaus lohnt. Jetzt nehmen wir mal ein Klasse 2 Wurmloch. Wir nehmen wieder unsere Myrmidon hier. Und die Myrmidon hat 100 Millionen gekostet. Im Klasse 2 Wurmloch machst du 50 bis 75 Millionen die Stunde, wenn die Sites effizient durchfliegst. Ja. Natürlich immer mit der Voraussetzung, man schießt auf dich, wenn jemand reinkommt. Das heißt, ich brauche aber auch 2 Stunden, bis ich die Myrmidon wieder drin habe. Zuzüglich der Suche nach dem Wurmloch. Wenn ich mit der Gila fliegen würde hier, mit dem Kollegen. Ja, wie gesagt, es geht noch entspannter, weil der Tank ist besser und das Schiff hält besser, trifft besser. Brauche ich schon sehr viel Zeit. Sagen wir mal, wir schaffen die 75 Millistunde. Dann brauche ich immer noch 3 Stunden, eher 4, bis die Gila wieder drin ist. Das heißt, ich darf mich 4 Stunden lang nicht aus dem Wurmloch abschießen lassen, um ISK zu verdienen. Und diese Rechnung ist bei all meinen Aktionen, wo ich ISK verdienen möchte, gleich. Ich möchte ja am Ende des Tages mit plus ISK rauslaufen. Und ja, ich mache das, weil es mir Spaß macht. Auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite ist auch wichtig für mich, dass ich genug ISK rauskriege, um mein Spiel spielen zu können. Und wenn man mich privat fragt, sage ich, die effizienteste Art, ISK zu verdienen, ist, sich einen Nebenjob zu suchen im echten Leben. Weil mit 15 Euro die Stunde machst du 1,2 Milliarden im Spiel. Das wäre meist einfacher. Aber wir wollen ja spielen und nicht echt Geld reinpumpen. Gut. Der Ansatz mit der Berechnung läuft für alle Schiffe. Ob ich jetzt Mining fliege, ja, ob ich jetzt Rating, PvE fliege oder Mission. Ich muss mein Schiff wieder rauskriegen und will obendrauf ISK machen, die ich verheizen kann im PvP oder in anderen Aktionen.
Deswegen ist es auch wichtig, dass man guckt, welche Punkte sind effizient. Zum Beispiel die Gielöcher hat einen Deep Space Hardener drin, weil es einfach ein sehr großes Loch zu stopfen gibt. Apropos Loch. EVE Online Raumschiffe funktionieren grundsätzlich alle gleich. Wenn ich ein Level 1 Raumschiff, Tech 1 Schiff habe, haben alle Schiffe Resistenzen im gleichen Spektrum. Sie haben einen Targeting-Bereich, das machen wir gleich entspannt. Und natürlich Fitting-Voraussetzungen für Navigation und Co. Tech 1 Schiffe haben im Defense-Bereich immer die gleichen Resistenzen, also die Widerstände gegen Schadensarten. Ja, das heißt, die haben alle im Schild 0% EM und in der Armor wenig Explosive-Resistenzen. Hier spricht man von Löchern im Tank. Wenn man sich das einmal anschaut, anhand der Caracal habe ich ja hier die Profile, wie hier, die Resistenzprofile, und ich schnappe mir den C2-Kollegen, T2-Kollegen dazu. Das ist die Cerberus. Ich würde gerne zu Galentum. Ich würde gerne die Cerberus haben. So. Die Tech-1-Version Struktur, Tech-1, Tech-2 Struktur sind immer das gleiche. 33%, fertig. Die Armor-Hitpoints und die Schild-Hitpoints werden verändert, je nachdem, welche Munitionsarten die Standardgegner der Rasse schießen. In jedem Space, zum Beispiel Kaldari, Amar, gibt es feste NPCs und diese NPCs kämpfen gegen die Hauptbewohner und dadurch gibt es ein festes Profil an Schaden, den die normalerweise abwehren müssen. Die Erweiterung der Resistenzen ist immer gleich bei Tech 2 Schiffen einer Rasse. Das genau zu erörtern dauert Stunden. Aber es sei gesagt, dass Tech 1 Schiffe alle das gleiche Resistenzprofil haben und die Tech 2 Resistenzen der verschiedenen Rassen sich unterscheiden. Und warum ist Kaldari? Kaldari hat ein Riesenproblem. Weil Kaldari sind in der Regel Schildschiffe, was schön ist. Aber die Tech-2-Resistenzen sind leider nicht auf EM. Das bedeutet, die Thermalresistenzen und die Kinetik werden hochgehoben. Wahnsinnig groß, dass sie eher im Loch bleibt. Und das macht diese Schiffe wahnsinnig anfällig. Ist im PvP interessant. Im PvE ist da nur das Thema, wenn man das Loch zumacht. Soweit Resistenzen. Viel mehr will ich dazu nicht sagen. Wenn man jetzt die Schiffe fittet für einen speziellen Zweck, zum Beispiel gegen eine gewisse Gruppe NPCs, dann würde man ja die Resistenzen hochsetzen, die die NPCs schießen. Das findet sich online relativ einfach. Da kann man einfach schnell nachgucken, was für Resistenzen brauche ich denn gegen die und zieht speziell die einen hoch. Der Rest interessiert mich nicht. Beim PvP wiederum geht man in der Regel davon aus, dass man das Resistenzprofil sehr gerade haben möchte. Ja, unsere Karkal hat immer noch ein Loch in EM, aber ist nicht so schlimm. Wo wir beim PvP sind. Wenn ich PvP fitte, dann überlege ich mir vorweg, ob ich das Schiff in der Gruppe, in der Flotte fliegen will oder ob ich es alleine fliege. Das bestimmt in der Regel auch maßgeblich die Ausrichtung. Fliege ich in Flotten, kriege ich in der Regel von meiner Corporation, Allianz, was auch immer, vorgegebene Fittings, die gewisse Eckeigenschaften aufweisen, zum Beispiel gewisse Resistenzwerte, gewisse Geschwindigkeiten,
Sind sie stabil im Kapazitor oder nicht? Und das ist in dem Fall wichtig, weil der die Flotte führt, davon ausgeht, dass sie im richtigen Schiff sitzt. Nehmen wir wieder das Beispiel dieser schicken kleinen Karakal her. Die Resistenzen sind ausgeglichen. Das Schiff hat viele HP, aber keine Eigenreparatur. Es ist mit den Cap-Boostern Cap-Stable, also stabil, wenn man kämpft. Und sie haben eine hohe Reichweite. Caldari Navy Inferno, hier. 82 Kilometer mit ein bisschen Skills. Das ist wichtig. Ja, das sind die Eckdaten für die Schiffe. Und wenn das nicht so ist, weil ich selbstständig auf die Idee komme, ich baue das Schiff aus der Flotte um, dann ist das vermutlich ein Nachteil für alle. Ja, es ist selten, dass Flottenschiffe gut umgebaut werden. Ganz anders im Solo. Wenn ich Solo fliege, nehmen wir mal zum Spaß hier die Strat her. Ein Soloschiff. Soloschiffe funktionieren anders. Soloschiffe funktionieren immer so, dass ihr selber damit kämpfen könnt, alleine, ohne Support. Und das Fitting von Soloschiffen ist vielmehr dafür ausgelegt, mit der Frage, was kann ich angreifen, was nicht, was will ich damit erreichen. Beispiel der Stratios. Es ist ein PvP-Schiff. Ich habe Kapazitor Neutralizers. Ich möchte Schiffe angreifen, die sich selber reparieren, bei denen ich den Kapazitor leer ziehen kann. Aber zeitgleich repariere ich mich selber. Das heißt, wenn das andere Schiff viel Schaden macht, versuche ich mich selber am Leben zu halten. In diesem Fall ist es entweder oder. Ich bin nicht stabil, wenn ich die Neuz anhabe und alle Reparatur. Ja, aber ich kann zum Beispiel sagen, ich schalte eine Reparatur aus und schalte dafür zwei Neuz an. Das muss man wissen. Da kennt man sein Schiff, man hat immer dieselben Soloschiffe in der Regel und versucht dort sein eigenes Leben zu leben, sag ich mal. Wichtig auch hier, ich möchte mich reparieren und je mehr Resistenzwerte ich habe, je besser repariere ich mich selber. Weil die Reparatur läuft ja auf HP und die Resistenzwerte sind wichtig. So, was bedeutet nun der ganze andere Quatsch da rechts? Kapazitor. Wie lang hält euer Schiff Energiespeicher durch? Das heißt, wie lange könnt ihr aktive Module laufen lassen, bis ihr leer seid? In dem Fall bin ich stabil bei 38%. Ich habe 4,5 Gigajoule über. Das ist deswegen interessant, weil zum Beispiel Energy Neutralizer ziehen euch Kapazitor ab. 165 alle 12 Sekunden. Ja, Adam Riese und Eva Zwerg. Einer davon reicht, um mich aus der Balance zu bringen. Ja, weil durch 16 durch 12 ist irgendwas mit 12 Gigajoule die Sekunde. Das reicht. Ja. Oben gibt es nochmal die Kapazitormenge. Grundsätzlich, je mehr Kapazitor ihr habt, je schneller lädt er sich auf. Und wenn ihr stabil seid bei gewissen Prozenten, ist das nur theoretisch. Praktisch ist das Problem, dass ihr vielleicht Module zeitgleich anmacht und dann dementsprechend euch nicht richtig einpendelt. Offense oder Offensive gibt euch den Schaden an, den ihr macht. In meinem Fall nur Drohnenschaden mit der Maus über. Es würde auch Turmschaden angeben und Informationen, wie das mit Reload aussieht. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel mir hier ein einfach was Schönes, die Mimidon nehme und da reinschaue. Also Waffen laden vielleicht. Waffen geladen.
Laden wir noch hier den Cap Booster, dann laden wir noch die Reparatur und den Schild Booster. So. Geladen. Es zeigt euch alles an. Beispiel die Türme machen bei mir 214 Schaden, die Drohnen 366. Ist wichtig zu wissen, gerade im PvP, wenn euch eine Drohne wegschießt, wie viel Schaden mache ich am Ende noch? Es gibt den Alpha-Schaden, also wie viel Schaden pro Schuss macht ihr? Diese HP sind reine HP, das heißt, sie laufen durch die Resistenzen noch durch. Wenn ihr mit 460 HP auf reiner EM schießen würdet, würden 60% verloren gehen, das heißt so um die 200, 180, 200 Schaden kommen noch an. Das ist nicht viel. Gut. Ja, Alpha Strike. Gesamt-DPS. Wie viel Schaden macht ihr über die Zeit? Defense ist ein bisschen tricky. Es gibt euch einmal die HPs an. Ihr seht, ich habe 4000 und ein bisschen Schild-HP, die sich in 1050 Sekunden wieder voll aufladen. Ich kann hier oben die Repair-Art wählen, also Schildbooster aktiv, Armor-Repair aktiv, Hüllenreparatur aktiv oder passive Schildaufladerate. Ansonsten die Resistenzen und die Panzerungsarten. Soweit die Defense-Geschichte. Targeting, wie kann ich mit Zielen umgehen? Oh, was für ein Wort. Egal. Jedes Schiff hat einen Sensor. Und dieser Sensor hat eine gewisse Art. In dem Fall Galente, dieses grünliche. Das ist die Stärke, wie stark ihr aufschaltet. Das heißt, wie viel ECM-Module oder wie viel ECM braucht es oder wie wahrscheinlich ist es auch, dass ECM funktioniert auf euren Aufschaltmodulen. Wenn ihr ECM seid, also gejammt, die Dinger heißen ECM-Module, dann könnt ihr nur noch das aufschalten, was euch blind macht, ECM. Also die Stärke der Aufschaltung und die Geschwindigkeit der Aufschaltung. Scan-Auflösung. Je höher die Zahl, je schneller schaltet ihr andere Schiffe auf. Und dieses Scan-Resolution arbeitet mit dem Signaturradius zusammen. Der Signaturradius ist die reelle Größe eures Schiffs. Wie groß erscheint euer Schiff mal? Die Signaturgröße beeinflusst wahnsinnig viel. Wie gut treffen Raketen? Wie gut treffen Drohnen? Wie schnell werdet ihr von anderen Schiffen aufgeschaltet? All solche Sachen. Es ist eigentlich der Größenwert des Schiffes. Wie groß erscheint ihr? Und wie viele Ziele könnt ihr aufschalten? Maximum Tageslog. Targeting. Also, wie schnell schaltet ihr auf und wie gut werdet ihr getroffen und wie gut werdet ihr selbst aufgeschaltet. Dagegen steht Navigation, alles was die Bewegung eures Schiffes beeinflusst. Tonnagen, wie schwer seid ihr? Die Masse macht euch ganz klassisch träger. Und die Masse ist bei Wurmlöchern wahnsinnig interessant, weil Wurmlöcher zum Beispiel unsere PvP-Region sehr stark davon abhängen, wie viel Masse durchpasst. Durch ein Wurmloch, was 1 Million Tonnen durchlässt, passen zwar viele Myrmidons, aber mit Schlachtschiffen, die 100.000 Tonnen haben, also 100.000 Massetonnen, wird es schwierig. Ja. Inertia Modifier, wie schnell dreht ihr euch, wie schnell richtet ihr euch aus? Der Warp Speed ist der Warp Speed, Überraschung, und die Align Time. Also wie lang braucht euer Schiff, um sich auszurichten, dass es warpen kann? Ja, die Align Time wird auch beeinflusst, zum Beispiel von Afterburnern, Micro-Warp-Drives. Ja. Wenn ich natürlich schneller bin, ist meine Massenträgheit viel höher. Die Masse sinkt auch mit dem Micro-Warp-Drive. Also so bin ich wesentlich träger
und langsamer im Drehen, als wenn ich den Mikro-Hop-Drive oder Afterburner aus habe. Ist meistens wichtig zu wissen, wenn man wegwarpen möchte, Afterburner, Mikro-Hop-Drive einfach ausklicken, dass das Schiff schneller sich ausrichtet. Drohnen sind Drohnen. Der Drohnenhangar ist hier unten, links im Eck. Man kann ein bisschen gucken, was für Drohnen gibt es dort, welche habe ich drin. Ich kann mit diesen Xen die wechseln und gucken, wie sich der Schaden verändert. Wenn ich zum Beispiel nur mit leichten Drohnen kämpfe, mache ich 340 Schaden. Wenn ich nur mit schweren kämpfe, fast 600. Dafür sind die Drohnen aber auch langsamer und treffen schlechter. Die maximale Anzahl Drohnen wird euch auch angezeigt. Also ihr seht hier, die fünfte Ogre, die ich habe, kann ich gar nicht nutzen. Wenn ich jetzt fünf reinladen würde, könnte ich ihn nutzen, weil ich kann nur vier nehmen. Wenn ich Manage Drohnen drücke, passiert dasselbe. Und natürlich die Drohnenkommandoreichweite. Wie weit kann ich meinen Drohnen kommandieren? Vielleicht wichtig und interessant. Ich kann 68 Kilometer aufschalten, meine Drohnen 57 Kilometer schicken, aber wenn meine Drohnen ein Kommando halten haben, führen sie es weiter aus, egal wie weit ich weg bin. Halt, ist gelogen. Bis 250 Kilometer. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Drohnen auf den Gegner schicke und wegfliege, 250 Kilometer lang schießen die Drohnen weiter, erst dann nach 250 Kilometer verlieren sie den Kontakt zum Schiff und werden inaktiv. Soweit dieses Fenster. CPU, auch hier, wie viel Fitting-Ressourcen habt ihr? Power Grid, dasselbe. Letzter Punkt hier dran: Ihr habt noch einen Laderaum. Und in diesem Laderaum könnt ihr laden, was ihr wollt, das mitgekauft, auch Module, Implantate. Wenn man jetzt zum Beispiel mal hier nach Commander sucht bei uns. Dann stellt man fest, die Drake ist okay. Na, wo ist es? Zum Beispiel. Oh, nein, Vulture. Die Vulture hat ein Implantat mit dem Cargo. Einfach nur als Info, auch was man skillen soll. Und als Info, dass man es mitnehmen soll. Soweit, so gut. Das ist dieses ganze Fitting-Fenster-Geschichte. Dazu kommt natürlich, dass ihr hier links Hüllen habt und eure Fittings durchsuchen könnt. Und ihr habt bei Hardware verschiedenste Filtermöglichkeiten, die alle ziemlich nerven manchmal. Der einzig gute Filter ist der hier. Hull Restrictions. Und es würde sich noch lohnen, hier drauf mit der Maus drüber zu gehen und das hier nach totalen Ressourcen zu filtern. Weil die beiden merzen damit sehr viel aus, was unsinnig ist. Das heißt, ihr habt doch weniger Module zur Auswahl. Ganz einfaches Beispiel. Ich habe eine Drake, eine Schlachtkreuzer. Da passen nur Module drauf mit einer gewissen Größe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei den, gehen wir zu den Schildextendern. Rechtsklick auf irgendwas drauf, Typ im Browser finden, habt ihr den Punkt, wo es ist. Wenn ich die Filter ausmache, habe ich hier zum Beispiel auch Capital Shield Extender. Völlig unsinnig. Bei dem Fitting Usage, ja, vom CPU kriege ich das gerade hin, aber 82.000 Power Grid pro Stück. Unsinnig. Deswegen filtert das dieses hier raus. Und Hull Restrictions filtert nochmal alle Module raus, die dieses Schiff eh nicht nutzen kann. Wie zum Beispiel Covered Cloaks. So viel die Modulgeschichte. Und ihr habt nochmal die Charges, also die Munition. Ihr habt oben die verschiedenen Bewaffnungen, die drauf habt. Also den Prop Launcher und den Raketenwerfer. Den könnt ihr einfach filtern und könnt dann speziell mal gucken, was kann ich da eigentlich reinstopfen? Was ergibt keinen Sinn, wenn es drin ist? Ja.
Zumindest müsst ihr nicht tagelang suchen. Und auf die Art kriegt ihr alles zusammen, was man so braucht, am Fitting-Ressourcen. Soweit, so gut. Fittings, Fittingfenster. Ab hier ist es sehr viel Testen, Probieren und wie immer Fragen, Fragen, Fragen. Und am Abschluss nochmal der Info: Nutzt kein Fitting, von dem ihr nicht wisst, wofür es gedacht ist.